Herzlich willkommen bei der Testlaser. Heute möchte ich euch wieder was zeigen für die Nintendo Switch Konsole natürlich. Es wird aber auch in Zukunft, und das ist auch so ein kleines Infovideo, es wird in Zukunft ein bisschen mehr auf diesem Kanal geben, was Technik angeht. Wir werden einen Raspberry Pi uns angucken. Wir werden uns verschiedene Produkte für die Switch angucken. Ich habe da ein bisschen was geholt, was ein bisschen intelligent ist. Und verschiedene Sachen. Wir werden uns aber auch Generation PS1, also PlayStation 1 und PlayStation 2 widmen. Spiele, Konsolen und Umbau, Modden und. Also da wird jetzt noch einiges kommen auf diesem Kanal. Und der Hauptkanal wird so ein bisschen, ja, da kommt ein bisschen weniger. Aber ihr wisst, hier auf diesem Kanal wird ein bisschen Technik kommen, ein paar Konsolen, Oldschool und. Seid gespannt. Jetzt kommt, wie ihr es schon gelesen habt, Nintendo Labo. Heute im Unboxing, aber auch im Test. Also ich möchte euch ein paar Sachen sagen, die bei manchen Leuten auf YouTube nicht gesagt werden. Und zwar haben wir hier das Nintendo Labo Kit, und zwar das Toy-Con 01. Es gibt insgesamt 3 Kits momentan. Wir haben hier das 1er, dann gibt es das 2. mit den Roboter und das 3. weiß ich gerade gar nicht. Könnt ihr euch mal angucken. Und ja, das ist so ein... Ja, viele sagen, die teuerste Pappe, die es als Spiel gibt. Und ich muss auf der einen Seite sagen, ja, das stimmt absolut. Also ihr kauft hier wirklich für Geld Pappe. Und das ist so ein bisschen hart, weil diese Pappe, ich habe jetzt hier mal so ein, ja, das ist so euer erstes Teil, was ihr zusammenbaut. Und das soll so eine Art Baufernbedienung sein, die ihr hier zusammenbaut. Wir sehen ganz deutlich, es ist bedruckte Pappe, aber nur einfarbig. Und wir sehen auch, dass diese Pappe, ja gut, einigermaßen dicke hat sie. Aber wenn man hier zusammendrückt, ne, dann schwächt sie hier auch. Problem ist, sollte diese Pappe feucht werden oder, dann ist Ende. Also ich muss sagen, ich habe die Sachen, die ich euch gleich zeigen werde, ich habe nämlich schon eine Sache gebaut, einmal das und noch was aus diesem Kit, habe ich mit Handschuhen aufgebaut, weil ich während des Aufbaus ja nicht feuchte Hände hatte, aber so leicht schwitzig. Und das überträgt sich sofort auf die Pappe und bekommt leichte Wellen. Das ist jetzt hier nicht mehr zu sehen, das war nämlich bei dem hier. Da ist das hier leicht feucht geworden, ist schon wieder getrocknet. Ja, teilweise nicht so gut. Ihr solltet hier auf jeden Fall mit trockenen Händen rangehen. Was bekommt ihr hier? Ihr bekommt hier das erste Kit, wo ihr einmal ein Klavier bauen könnt. Ihr könnt hier eine Angelstation bauen. Ihr könnt ein Haus bauen, so eine Art Tamagotchi. Und ein Motorradlenkrad. Und dann könnt ihr so eine Art ferngesteuertes RC-Auto zusammenbauen. Das Ganze sieht in folgt so aus. Ihr macht den ganzen Karton hier vorne auf. Hier vorne sehen wir auch nochmal, was alles mit bei ist. Also wir haben hier die ganzen verschiedenen Bögen. Es sind wirklich sehr viele Bögen. Wir haben das Hauptspiel. Also es gibt auf jeden Fall ein Spiel dazu. Dieses Spiel beinhaltet nicht nur diese ganzen Sachen, sondern auch die kompletten Aufbauparts. Dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir verschiedene Aufkleber, verschiedene Anti-Rutschpads, verschiedene Schnüre, Kunststoffringe und Gummibänder. Also das ist so extra Zubehör, das zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Und zwar so sieht das aus, wenn ihr es auspackt. Das hier, ja, ich muss gucken, dass ich das so hinkriege. Das hier ist eigentlich hier unter, so. Und dann sieht das so aus. Ja, ihr seht hier schon einen Bogen benutzt. Dazu komme ich auch gleich noch. So kriegt ihr das Ganze. Und natürlich bezahlt ihr hier für Pappe, aber auch für die... Das Ganze ist natürlich noch eingeschweißt, wenn ihr es kriegt. Ihr bezahlt aber auch die Software und die Arbeit, die hier drin steckt. Und die Arbeit sieht man wirklich, wenn man hier reinguckt. Bei Nintendo ist das immer alles so grafisch, naja. Aber hier steckt wirklich was drin. Und ihr bezahlt hier nicht nur für die Pappe, sondern ihr bezahlt auch für das, was dahinter steckt. Die Bögen bekommt ihr günstig nachgekauft bei Nintendo. Ich weiß den Preis gerade nicht, sonst blende ich das mal ein. Dann nimmt ihr das Ganze hier raus. Und dann habt ihr hier zum Beispiel das Zubehör. Und das braucht ihr auch. Also ich musste jetzt für das Klavier schon einiges hier benutzen. Aber ich finde cool, dass dieses Zubehör dabei ist.
Also es ist eine gute Ergänzung. Und ich hole mal kurz das, was ich zuerst gemacht habe, also das Klavier. Ihr seht, hier sind auch noch Zubehör für das Klavier mit drin. Die habe ich noch gar nicht rausgeholt. Hier oben auch noch. Und. Ich hole das mal eben. Und zwar haben wir das Klavier hier. Ich packe das mal kurz weg. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Und wir haben jetzt hier das Klavier. Und ihr seht, das habt ihr vielleicht auch schon in anderen Videos gesehen. Es ist ziemlich groß, muss ich sagen. Also es ist mächtig, auch von der Form. Ich halte mal meine Hände hin. Ihr seht das, das hat also auch Höhe. Ich habe jetzt hier diese Teile da reingesteckt, womit ihr verschiedene Effekte aktivieren könnt. Und ich muss mal kurz reingucken. Ja, ist alles alle. Und dann kann man das hier wieder zuklappen und verriegeln. Und ja, ich weiß, es ist Pappe. Das ist mir klar. Aber es ist wirklich gut gemacht und auch stabil in der Art und Weise, wie es gefalten worden ist. Also teilweise wurden hier oben zum Beispiel die Deckel doppelt gefaltet oder doppelt gelegt. Es macht alles einen sehr guten Eindruck. Auch der Knopf hier, ihr müsst euch das mal reinziehen, dieser Knopf funktioniert nur anhand von Pappe. Das heißt, ihr habt hier einfach nur einen Knopf und das hier ist die Federung. Die Frage ist, wie lange hält das? Wird es vielleicht nach 100 Mal benutzen, ausleiern und gar nicht mehr funktionieren? Kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, weil alles, was ihr hier seht, auch diese Tasten, die sind komplett aus Pappe und wie ihr seht, funktionieren die auch. Und da steckt keine Mechanik hinter. Also wir haben hier kein Gummiband oder Seil oder, sondern das ist alles aus Pappe. Das einzige Gummibandartige ist dieser Schalter hier an der Seite, der hier hoch und runter zwitscht. Wie funktioniert das Ganze? Ich möchte das mal kurz erklären, weil das wird immer ein bisschen weggelassen. Ich erkläre das mal eben kurz. Das Ganze funktioniert, indem ihr hier ein Joy-Con einführt. Das sieht aus wie unsere Halterung, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Die wird hier eingefügt, hinten in dieses Pappteil. Und jetzt öffne ich nochmal das Ganze. Und dann seht ihr hier einen Hohlraum und hier eine Öffnung. Und das Ganze, ihr seht ja hier innen drin, ich mache mal ein bisschen heller, ihr seht ja hier innen drin so weiße Streifen. Und wenn ich jetzt eine Taste zum Beispiel drücke, seht ihr das? Dann kommt dieser Streifen zum Vorschein. Und auch hier an der Seite, dieser Hebel mit dem Gummiband, da ist oben ein weißer Streifen. Und wenn ich nach unten mache, ist unten ein weißer Streifen. Und ebenso diese Schalter hier, da ist ein weißer Streifen, der auftaucht. Und hier ist ein weißer Streifen, der auftaucht. Und ebenso ist es auch, wenn wir das Ganze hier oben schließen und zum Beispiel unsere verschiedenen Hebel hier reinstecken, dann tauchen diese Hebel hier drinnen halt eben innen drin auf. Zack, und man sieht halt eben diesen weißen Streifen mit diesen Rastern-Symbolen. Und ihr seht, dass diese verschiedenen Knöpfe, das sind nämlich verschiedene Töne, Höhenleiter, habt ihr nicht gesehen, die sind alle unterschiedlich. Und das Ganze basiert und funktioniert. Auch hier, der Schalter hat hier so einen weißen Ring. Und wenn man den runterdrückt, dann taucht der weiße Ring hier hinten auf. Ja, warte. Ich zeige euch das mal eben kurz. Da. Beim Runterdrücken taucht er dann auf. So, und jetzt funktioniert das Ganze so. Das Ganze geht nämlich nur mit einem Joy-Con. Und zwar habt ihr hier eure Nintendo Switch. Und das Ganze funktioniert nur mit diesem Joy-Con. Und zwar, warum? Weil dieser Joy-Con... Also das Nintendo, alle sagen immer so Technik, naja, aber hier drinne steckt eine Kamera. Das ist kein Witz, hier ist eine Kamera drinne. Und diese Kamera erfasst, wenn ihr diesen Joy-Con jetzt hier reinsteckt, könnt ihr euch jetzt vielleicht schon denken, was dann passiert, leuchtet diese Kamera hier innen drin rein und erfasst diesen ganzen Bereich in so einer Art so Dunkelkamera-Style-mäßig, so Nachtsichtgerät-mäßig. Und sobald ihr irgendeine Taste drückt oder einen Befehl gibt, taucht diese weiße, reflektierende Folie, also die reflektiert so ein bisschen, hier ist so ein bisschen Glitzer drauf, ist schwierig zu zeigen. Ich guck mal gerade, ob ich das irgendwie einfangen kann. Ja, so, mit ein bisschen weniger Licht. Seht ihr das? So, und diese Reflexion, die taucht dann hier in diesem Bereich auf. Und dadurch funktioniert das Ganze eigentlich nur. Das Ganze basiert wirklich nur auf den Joy-Con mit der Kamera und den Reflexionen an den verschiedenen Punkten. Das heißt, wir haben ja diesen Bereich hier
Und wenn wir eine Taste drücken, dann merkt der Joy-Con aus dieser Ecke, aha, die Taste wird gedrückt und es wird sofort in einen Ton umgesetzt. Das heißt, alle Tasten, die ihr drückt, werden in Töne umgewandelt und das funktioniert alles auch auf einmal. Das heißt, wenn ihr alle Töne gleichzeitig drückt, werden auch alle Töne gleichzeitig abgespielt. Das ist echt irre. Ihr könnt hier die Knöpfe, während ihr die Tasten drückt, die Knöpfe benutzen. Das funktioniert alles. Diese Kamera erkennt alle Funktionen, auch wenn ihr hier in diese Hebel, sag ich mal, reinsteckt und hier eine Karte reinsteckt und gleichzeitig Knopf und eine Taste drückt, das wird alles erkannt und gleichzeitig abgespielt. Und das finde ich technisch echt krass. Und das alles nur mit einem einzigen Joy-Con. Die anderen Systeme laufen mit mehreren Joy-Cons, weil da auch noch die Bewegungssteuerung und alles mit übernommen wird. Aber für dieses Klavier wollte ich das einfach nur mal kurz erklären, dass man hier nicht nur Pappe, sag ich jetzt mal, kauft, sondern auch technische Erfahrung sammelt während des Aufbaus. Und ich lese immer wieder bei den ganzen Reviewen im Internet, wenn die Leute sowas gekauft haben, dann kann man meistens ja ein Review dazu abgeben oder was schreiben. Und viele Leute schreiben immer, ganz nett, aber auf lange Zeit langweilig. Kann ich verstehen, absolut, kann ich absolut verstehen. Mich hat dieses Klavier, muss ich auch sagen, nach einer kurzen Zeit ein bisschen gelangweilt, aber ich habe auch nicht sehr viel ausprobiert, muss ich sagen. Ich habe es nur zusammengebaut und dann ausprobiert und dann wollte ich eigentlich gerne was anderes zusammenbauen. Wenn man sich damit aber länger beschäftigt, kann man hier wirklich coole Sachen mitmachen. Man kann nämlich auch Musik kombinieren und aufnehmen und immer wieder neue Musik hinzufügen. Das heißt, ihr drückt, spielt eine Melodie, drückt den Aufnahme-Button, spielt eine Melodie und dann könnt ihr auf diese Melodie, die ihr gespielt habt, nochmal eine Melodie auflegen und nochmal eine Melodie auflegen und könnt somit eure, ich sag mal, fast eigene Musik komponieren. Ich finde das echt genial, ich finde das wirklich cool. Ich werde euch das jetzt mal kurz demonstrieren und dann machen wir weiter. Die Nintendo kommt hier rein, also einfach, die wird hier einfach nur so reingesteckt. Dann startet man das Ganze. Das Blöde ist, der Joy-Con ist jetzt hier hinten drin. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Es wird auch noch eine Geschichte zu der Switch kommen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt nach einer gewissen Zeit. Weil diese Switch hat doch, es gibt hier bei dieser Switch doch wirklich ein paar Probleme, die mich richtig abfacken. So, jetzt seht ihr hier, wir können jetzt hier auswählen, bauen, spielen, entdecken. Wir gehen mal kurz aufs Baumenü. Ich möchte das einmal kurz zeigen. Jetzt seht ihr hier, jetzt seht ihr hier diese ganzen verschiedenen Elemente, die wir halt eben auch haben. Wir haben das RC-Auto, die Angelrute, das Haus, das Motorrad und das Klavier. Wir gehen mal kurz auf Klavier. Und ich muss sagen, dieses Klavier, wenn ihr euch das mal anguckt, das habe ich komplett aufgebaut, ohne zu kleben. Also es wird hier auch kein Kleber für die ganzen Baukits benötigt. Ihr steckt einfach nur Sachen ineinander. Ich habe hier ungelogen fast 3 Stunden oder 2 Stunden für diesen Aufbau, für dieses Klavier gebraucht, weil das alles, das ist Wahnsinn. Was hier für eine Zeit drauf geht, ist echt irre. Und hier gehen jetzt gerade mal im Schnelldurchgang die ganzen Bauschritte durch. Und wenn wir jetzt vorgehen, dann wird hier so erklärt nach und nach, es wird wirklich schön langsam erklärt, wo hier auch wieder das Problem ist. Ich spüre jetzt hier gerade vor, der normale Vorgang ist so. Und jetzt guckt euch das mal an, wie dieser Aufbau funktioniert. Ihr seht ihr das, das dauert einfach zu lange und ich spüre jetzt mal vor, das ist cool, dass diese Funktion auch mit dem Controller gemacht werden kann, also nicht nur über den Monitor, ihr könnt das auch über den Controller machen. So und es wird wirklich jede Ecke geknickt und gezeigt, das finde ich echt gut, also ihr könnt hier nichts verkehrt machen, wenn ihr alles nach dieser Anleitung macht und ihr seht jetzt hier, wie das vorangeht und das dauert wirklich lange, das dauert aber auch nur so lange, weil diese Aufbauanleitung so lange dauert, weil jeder Knick gezeigt wird. Und dadurch ist der Aufbau sehr langwierig, aber hat mich nicht gestört. Ja, einfach nur mal, um zu zeigen, wieso der Aufbau geht. Ansonsten läuft das immer so, dass man immer Punkt für Punkt, man kann jeden Knick beobachten, man kann jeden Knick aber auch wieder zurück machen, dass man immer sieht, ah, okay, da musste jetzt geknickt werden. Und man kann ganz langsam machen, Bild für Bild, oder man hält gedrückt, dann geht es langsam. Oder wenn man sagt, ey, ich kenne das jetzt mittlerweile schon vom ersten Kit, ich mache mal ein bisschen schneller und sehe mir nur an, welche Sachen geknickt werden müssen, dann geht das auch ein bisschen flotter. Ich werde für die nächsten Aufbaugeschichten auf jeden Fall den Vorspulmodus hier benutzen. Aber das, wie gesagt, hier für das Klavier hat das ziemlich lange gedauert. Jetzt habt ihr gerade mal gesehen, wie das läuft. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich hoffe, dass wir hier einfach raus können. Und dann muss ich mal wieder anmachen hier die Musik. Ich hoffe, dass das keine Probleme geben wird. Spielen.
Jetzt gehen wir auf Klavier. Wir gehen mal nur auf das normale Klavier. Es gibt auch noch ein Studio. Aber ich möchte einfach nur mal zeigen, wie das funktioniert. Jetzt haben wir hier das Klavier. Und jetzt funktioniert das, wenn ich hier den Knopf drücke. Seht ihr das? Hier gibt es manchmal ein Problem. Das kommt, weil der ein bisschen rüber geht und den hier mitmacht. Also sprich, beim Drücken, seht ihr das, kommt der mit hoch. Das muss ich nochmal neu knicken oder ein bisschen neu einstellen. Ansonsten funktioniert das hier wirklich hervorragend. Guckt euch das an. Also das geht echt gut. Ich bin überrascht, wie gut das geht. Und wie schnell. Guckt euch den Moment, wo ich den Knopf betätige. Es ist fast keine Verzögerung. Und jede Taste geht einzeln. Jetzt geht hier, seht ihr das? Da kommt dann so ein Gitter runter. Und dann, jetzt ist das natürlich schwer zu zeigen. Ihr müsst das nicht hier drin haben. Ihr könnt das auch irgendwo hinlegen. Ich lege das jetzt mal für euch hier oben drauf. Dann könnt ihr das besser sehen. Nee, auch nicht. Ich lege das mal an die Seite. So, dann könnt ihr das besser sehen. Auch nicht. Eieieiei. Was ist denn hier heute los? So. Weil das ja alles über den Controller hinten läuft. Und jetzt drücke ich den Knopf hier. Und seht ihr, das funktioniert gemeinsam. Ich kann auch alle Tasten nehmen. Wenn ich alle gedrückt kriege. Seht ihr das? Das ist Wahnsinn. Also das ist wie ein echtes Klavier. Das ist echt wirklich Wahnsinn. Und jetzt sind hier diese verschiedenen Streifen. Und wenn ich die jetzt reinstecke, dann achtet mal auf die Geschichte hier. Er erkennt also über die Kamera sofort, was da oben in der Ecke reinkam. Und übernimmt das. Genial. Jetzt habe ich eben mal kurz die Konsole heller gemacht. Jetzt seht ihr, dass ihr mit diesen Knöpfen, wenn ihr die hier reinmacht, verschiedene Modis aktivieren könnt. Und wenn ihr jetzt hier dran dreht, dann seht ihr, dass diese Köpfe sich auch in eine andere Richtung drehen und somit diese Knöpfe auch drehbar sind. Und das wird sofort übernommen. Also echt genial. Und das alles nur über einen Joy-Con. Das ist so die Technik, die dahinter steckt. Ja, um das mal zu erklären. Und ja, das ist, dafür zahlt man ja auch ein gewisses Geld. Gut, das war's eigentlich, was ich euch in dem Sinne zeigen wollte. Jetzt noch kurz eine Sache zu den ganzen, ja, was mich so vielleicht ein bisschen gestört hat, ist wirklich die Aufbaugeschichte, dass jeder Schritt so gezeigt wird. Man kann leider nicht überspringen, was ein bisschen nervig ist, besonders bei diesen Tasten. Wobei ich sagen muss, hier so funktioniert eine Taste und die wird auch nur komplett zusammengebastelt und dann wird die hier reingehakt und nur durch diesen hier, durch diesen Pappteil hier, ist diese Taste, kommt die wieder runter. Wer weiß, wie lange das hält, kann ich euch nicht sagen, aber wie gesagt, man kann diese Bögen nachkaufen für kleines Geld. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt hat mir der Aufbau am meisten Spaß gemacht und ich finde, man lernt so ein bisschen auch die Technik kennen von so einem Klavier. Natürlich ist es nicht, wird nicht gezeigt, wie ein Klavier richtig funktioniert, weil es sind keine Saiten, keine Anschläge und habt ihr nicht gesehen. Aber ich finde interessant, wie das so gemacht wird und ich finde, das ist wirklich eine coole Sache. Es funktioniert wirklich alles, wie es funktionieren soll und das freut mich. Also die Technik, so wie Nintendo das verspricht hier, funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Beschäftige ich mich weiter mit dem Klavier? Weiß ich nicht. Wie gesagt, das Studio ist eine andere Geschichte als das, was ich euch eben gezeigt habe. Da kann man richtig, da hat man mehrere Leiterbahnen, die man hier mit dem Schalter switchen kann. Und das ist wirklich sehr umfangreich. Ja, kommen wir nochmal zu dem Karton. Ich hole das nochmal eben. So, jetzt sehen wir ja, auf dem Karton haben wir ja noch viel mehr. Und das wird genauso ein Zeitaufwand mit dem Gebastel. Was ich gut finde, ist, dass teilweise die Sachen bedruckt sind. Das heißt, das Klavier schwarz, das RC-Auto, sage ich mal, in grün, Motorrad rot, Haus weiß, Fischstation in blau. Pappe ist okay, ist wirklich alles vollständig angekommen, auch in gutem Zustand. Ihr seht hier diese ganzen Pappbögen, ich hole die mal alle raus, um euch das mal zu zeigen, wie viele das eigentlich sind. Um das mal kurz grob zu zeigen, der Karton ist ein bisschen widerspenstig. Jetzt haben wir hier alle Bögen mal so in der Hand und ihr seht, nur für das Klavier hat man
habe ich diese ganzen Bögen gebraucht, was schon echt viel ist. Und man hat auch noch viel zu beachten. Das hier ist schon das Haus. Das heißt, das hier sind nur die Klavierbögen. Also wirklich viel, viel dabei. Und ihr seht auch schon die Fischstation. Man sieht ja hier blau, weiß und rot. Das ist echt viel. Also man bekommt für das Geld, sage ich mal, ziemlich viel. Wo wir jetzt beim Geld sind. Was kostet so ein Kit? Viele würden jetzt sagen, das ist zu viel. Teilweise muss ich auch recht geben, teilweise ist es echt viel. Mediamarkt zum Beispiel als Beispiel will 69 Euro, ist mir viel zu teuer gewesen. Ich habe das Ganze in einem Online-Shop gekauft, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Da gab es das Ganze für 49 Euro und bei 49 Euro dachte ich mir, okay, 49 Euro ist wie ein ganz normales Spiel, was man sich holt. Ist ja in dem Fall ja auch ein Spiel, was man hierzu kauft. Und ich fand, für das Geld ist es okay, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen teuer noch. Ich glaube, ein Preis von 30 oder 40 Euro ist hier ansprechender. Aber man bekommt halt eben sehr viel. Und ihr habt ja auch die Größe gerade von dem Klavier gesehen. Das ist nicht sehr klein. Und ja, wir haben hier ja noch weitere Stationen. Und ich finde, bei dem Kit ist einfach genial. Und bei diesem Kit ist es einfach genial, den Aufbau zu haben. Also mir hat Spaß gemacht, der Aufbau vom Klavier hat mir mehr Spaß gemacht, als es danach zu benutzen. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Geschichten hier ist, aber ich glaube auch, dass mir diese Fischstation Spaß machen wird. Ob dieses Tamagotchi mir Spaß machen wird, weiß ich nicht. Genauso wie hier. Ich muss sagen, hier bei dem Motorrad, das Ganze kann man wohl auch für Mario Kart benutzen, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ich finde, für das Geld, für 49 Euro, ich bereue den Kauf nicht. Der Aufbauspaß ist lange, man hat lange was davon. Wie gesagt, das zieht sich 2-3 Stunden, zieht sich so ein Aufbau. Und man kann den auch auf mehrere Tage verteilen, da hat man auch ein bisschen mehr von. Und diese Bögen kann man auch nachbestellen, wie gesagt, falls was passiert. Aber es bleibt halt Pappe und das darf man nicht vergessen. Aber ich finde cool, dass Nintendo sowas bringt aus einem Stoff, den man wiederverwerten kann, sag ich mal. Also außer diese paar Kunststoffelemente, die man hier drin hat und die Schnur, kann man das schön entsorgen. Das heißt, wenn es mal Müll ist, dann schmeißt man das einfach in den Müll, in den Papiermüll wohlgemerkt, und dann wird es wiederverwertet. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber dann ist auch eben halt das Geld futsch. Und ich weiß nicht, ob es lange anhält. Das ist halt eben die Sache. Aber wer weiß das schon in der heutigen Zeit mit den heutigen Sachen. Und wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Ich denke, die Zielgruppe hier sind definitiv Kinder. Aber ich wollte es mir trotzdem angucken, weil es halt von der Switch kam. Und ich war neugierig. Außerdem hat mich ein Zuschauer angefixt. Der hat sich das nämlich schon vor ein paar Monaten gekauft. Und da war ich so ein bisschen neugierig drauf und ja, wie gesagt, ich bereue den Kauf nicht. Ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Es wird alles gezeigt, deutlich mit Anleitung. Es funktioniert echt gut, muss ich sagen. Also es funktioniert wirklich hervorragend. Und ja, das war's eigentlich. Das war so meine Vorstellung von Nintendo Labo. Mal ein bisschen anders als sonst auf YouTube. Ihr habt mal gesehen, wie das Ganze mit diesen Joy-Cons funktioniert und wie das umgesetzt wird. Das Ganze wird hier auch bei dem Fisch, mit der Fischgeschichte. Ihr seht ja hier den Joy-Con hier drinne oder hier bei dem Haus seht ihr den Joy-Con hier oben drinne. Das läuft immer auf dieses Kamerasystem, genauso wie hier. Hier seht ihr die Griffe hier drinne. Einmal da und einmal hier. Da wird wohl die Bewegungssteuerung und gleichzeitig aber auch die Knöpfe mit betätigt. Ja. Ich finde die ganze Sache auf jeden Fall ganz nett. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist, die Joy-Cons haben ja auch eine Vibration. Die Vibrationsfunktion wird hier auch genutzt, und zwar bei dem RC-Auto. Da werden ja die beiden Joy-Cons auf beiden Seiten eingeklippt und nur anhand der Vibration bewegt sich das Auto. Das heißt, man kriegt hier auch mal die ganze Funktion dieser Joy-Cons mit, wie sie funktionieren, wie diese Kamera funktioniert. Und ich finde das wirklich, und ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ja, auf jeden Fall wollte ich es mal vorgestellt haben und euch gezeigt haben. Wie gesagt, das ist es zu Nintendo Labo Tycoon 1. Danke, dass ihr eingeschaltet beim Testlaser, und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Testlaser oder so. Tschüss.